Also streng genommen ist ja Sprache auch ein Medium. Und die Schrift und der Tafelanschrift. Und jegliche Bilder, Grafiken und Animationen. Also nach dem Medienverständnis in der Mediendidaktik wird Sprache nicht dazu gezählt, deswegen habe ich hier schon ausgegraut. Aber alles andere gehört natürlich dazu, zu Medien, wobei man auch da streiten könnte. Ne? Also bei der Sprache, weil solange die Sprache etwas ist, was sich aus Codes zusammensetzt, alphabetisch-phonetischen Codes, dann ist es schon vermittelt und dann in dem Moment auch ein Medium. Aber das sind so Diskussionen, die überlässt man eher den Medientheoretikern oder den Medienwissenschaftlern. Das ist dann weniger Interesse in der Medienpädagogik. In der Mediendidaktik wird, und darum geht es ja heute, wird auf jeden Fall das, was Sie hier vorne sehen, als Medium bezeichnet. Und da sehen Sie schon die Range, die da aufgemacht wird, die Bandbreite, mit der wir es hier zu tun haben, von Tafelanschrieb, Bildern, Grafiken, Videos, über den allseits beliebten Overhead-Projektor, der immer noch in den Schulen steht, bis hin zu neueren digitalen Medien, Tablet, Beamer, Smartboard, Anführungszeichen, also der digitalen Tafel, Active Whiteboard und so weiter. Und ich habe Ihnen hier mal eine Darstellung mitgebracht, die ist von Hilbert Meyer, den kennen Sie bestimmt auch, wenn Sie sich schon mit Didaktik beschäftigt haben. Das ist so derjenige, also wenn man so einleitend sich mit Didaktik beschäftigen möchte, dann ist das wirklich sehr empfehlenswert, was er dazu geschrieben hat. Und ich habe mit Absicht, habe ich hier ein älteres Buch von ihm genommen, 1987, weil es heute so ist, dass, ich hatte bereits bei der gesellschaftlichen Medienentwicklung, hatte ich ja schon darüber gesprochen, dass viele Medien konvergieren. Streng genauer gesagt muss man sagen, viele Medienfunktionen konvergieren, also die gehen zusammen. Wenn Sie an Ihr Smartphone denken, kann man den Begriff der Medienkonvergenz am leichtesten verstehen, dass nämlich unterschiedliche Funktionen von Medien alle in einem Gerät zusammenkommen. Und so ähnlich ist das natürlich auch bei Unterrichtsmedien. Das heißt, mit dem Unterrichtsmedium Computer oder mit dem Unterrichtsmedium Tablet können Sie sehr, sehr unterschiedliche Sachen machen. Aber, gerade für den Unterricht, in dem Moment, in dem man nur sagt, ich setze das Tablet im Unterricht ein, wird häufig vergessen, was oder wie eigentlich das Tablet im Unterricht eingesetzt werden kann. Das Tablet kann nämlich nicht nur als Tablet, als Schreibgerät eingesetzt werden, sondern eben als ein Gerät, wofür man früher Tonbandgeräte, Schallplattenspieler oder irgendwelche Audiogeräte gebraucht hat, wofür man Fotoapparate gebraucht hat, wofür man Videokameras oder Super 8 oder was auch immer es gab damals, 16mm Projektoren, alles gab es. All das gab es in Schule. Fotolabore und so weiter und so weiter. Also alles, was Sie hier sehen. Und deswegen finde ich es ganz interessant, sich auch nochmal, zumindest resümierend, die alten Medien anzuschauen, weil diese einen Hinweis geben, was alles welche didaktischen Funktionen Sie überhaupt in den neuen Geräten finden, die gar nicht mehr so explizit erwähnt werden. Das ist nämlich auch ein Problem, wenn man nämlich einfach nur sagt, wir setzen ein Tablet in der Schule ein, dann findet so eine Reduktion auf den Computerunterricht statt, häufig. Dabei gibt es durchaus, jetzt gerade aus medienpädagogischer Sicht, viele, viele Möglichkeiten, die ein Tablet bieten kann. Sie werden das noch ein bisschen, das ist jetzt nur theoretisch, ich will nämlich den Kollegen nicht vorgreifen, die in der übernächsten Woche kommen, die aus DILEC berichten, denn die haben ja ganz intensiv mit Tablets gearbeitet und werden Ihnen hier einiges live vorstellen, was damit alles möglich ist. Nur sozusagen hier nochmal, wenn Sie in der übernächsten Woche dann die Beispiele live gesehen haben und sich erinnern wollen, welche Funktionen von Medien gibt es denn, dann können sich diese Grafik nochmal in Erinnerung rufen. Also die zentrale Annahme der Mediendidaktik ist, wir haben ja versucht, das vorhin schon mal uns dem anzunähern, ist, dass der gezielte Einsatz von Medien bzw. mediale Hilfsmittel Lernen fördern kann. Also Betonung auf gezielter Einsatz.
Ein gezielter Einsatz heißt natürlich erstmal, dass Sie darüber nachgedacht haben, was ist sinnvoll, didaktisches Projekt, ne? Sinnvoll für meine Schülerinnen und Schüler in Anbetracht des jeweiligen Stoffes und mit welchem Medium kann ich das Lernen befördern. Gleichzeitig heißt es aber auch, und das ist ein Aspekt, der relativ häufig noch vergessen wird, dass die digitalen Medien uns als Lehrende das Leben erleichtern können. Das ist nämlich auch noch ein ganz wichtiger Aspekt. Stellen Sie sich vor, ich müsste beispielsweise das, was ich Ihnen hier als Bildern zeige oder Ihnen hier zusätzlich als Text präsentiere, in anderer Form noch mitliefern. Es gibt natürlich noch viel mehr. Aber Sie haben eine Frage oder einen Hinweis? Ja, nee, also so von wegen der Zielausrichtung geht es ja eigentlich ein bisschen auch um die Medienerziehung, also in der Didaktik, dass die Schüler dann auch selber lernen, mit welchen Medien sie am effektivsten dann auch selber lernen können. Also dass sie das für sich auch als Kompetenz vermittelt bekommen. Ja, das wäre streng genommen eigentlich noch ein dritter Aspekt, nämlich das wäre das Lernen durch Medien. Aber das wäre sozusagen noch mal ein Stückchen weiter gedacht. Mein Vorschlag wäre, lassen Sie uns erstmal im Wesentlichen bei diesen Punkten bleiben, weil da geht es tatsächlich um die Mediendidaktik. Das ist etwas, was wir als Lehrende tun. An dieser Stelle habe ich üblicherweise in dieser Veranstaltung habe ich dann Lerntheorien und Lernmodelle angeschlossen. Jetzt habe ich aber gelernt, auch dank des Feedbacks Ihrer Kommilitoninnen und Kommilitonen aus den letzten Semestern, dass Sie das im Rahmen der Psychologievorlesung schon etwas intensiver haben, als es beispielsweise aus Erlangen-Nürnberg kannte. Und deswegen habe ich den Ausblick auf die Lerntheorien wirklich auf ganz wesentliche Basics gekürzt. Die Idee ist folgende, es geht jetzt um Überblicks- und Konzeptwissen im Wesentlichen, wenn es um diese Lerntheorien geht, dass diejenigen, die vielleicht in Psychologie das schon gehört haben, können dann entsprechend das nochmal neu einsortieren, kriegen nochmal so einen neuen Überblick dafür. Und diejenigen von Ihnen, die das noch nicht gehört haben, kriegen zumindest so die Basics, so eine Groborientierung und können dann später, wenn sie es in Psychologie bekommen, das dann entsprechend einordnen. Also das heißt, ich hoffe, dass es für die meisten von Ihnen jetzt keine Wiederholung ist, sondern dass ich das so aufbereitet habe, dass es für Sie alle so ein bisschen Überblickswissen mitbringt, wenn es jetzt um Lerntheorie geht. Aber ich brauche das quasi, um dann gleich weiter zu erzählen, wenn es um die Didaktik geht. Weil wenn wir uns um Lernen, wenn wir uns darüber unterhalten, wie man Lernen verbessern kann, dann muss man zumindest noch mal kurz klären, was ist Lernen eigentlich, und Sie dann sehen, es ist durchaus mehr, weil es gibt nämlich nochmal einen Rekurs zu den sozialisationstheorien.